Männer wie wir, richtige Männer wie wir, richtige Männer wie wir, so im richtigen Wind. Pfötchenheimat. Das ist denn so. Je freier und je nackter, je mehr enthüllt das Herz sich. Offen liegt beim Boxen und beim Lieben der Charakter des Partners, der dich hüllenlos besiegt. Die Trainer schreien Zeit. Ihr streckt die Hände, ihr seid ein Knäuel, ein Wille, ein Duett. Staubige Worte, Worte von damals, segeln durch einen Saal. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Westberliner S-Bahn wird vom 9. Januar nächsten Jahres an unter westlicher Regie fahren. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen der DDR-Reichsbahn und dem Berliner Senat wurde heute im Schöneberger Rathaus nach zweimonatigen Verhandlungen abgezeichnet. Der Vertragstext soll morgen in Ost-Berlin formell unterschrieben werden. Der regierende Bürgermeister von Berlin, von Weizsäcker, wertete das Abkommen als wichtiges Ereignis für die Ost-West-Beziehungen. Die Vereinbarung sieht vor, dass am 9. Januar um 3 Uhr die Reichsbahn den Betrieb in West-Berlin einstellt und zur gleichen Zeit die Westberliner Verkehrsbetriebe den Dienst aufnehmen. Im kommenden Jahr wird der Senat insgesamt 3,4 Milliarden Mark an die Reichsbahn zahlen. Auch die fast 700 in West-Berlin lebenden S-Bahn-Mitarbeiter werden übernommen. Nach den Senatsplänen sollen anfangs aus technischen und finanziellen Gründen nur 40 von 145 Kilometer Bahnnetz bedient werden. Die Berliner S-Bahn fuhr seit 38 Jahren unter Regie der DDR. Mit einer Klage vor dem Verfassungsgericht in Karlsruhe und einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung will die SPD die Bundesregierung zur Herausgabe aller Akten in der Flick-Spenden-Affäre zwingen. Bisher hatten Regierung und die Ministerien für Finanzen und Wirtschaft mit Hinweis auf das Steuergeheimnis eine völlige Akteneinsicht abgelehnt. Ohne eine solche Einsicht, so heute der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Jahn, wäre aber der Erfolg der Beweisaufnahme und der Zeugenvernehmungen im Flick-Untersuchungsausschuss des Bundestages infrage gestellt. Wir haben diesen Antrag für notwendig gehalten, weil der Untersuchungsausschuss des Bundestags, der erste Untersuchungsausschuss, in seinen Rechten, die sich aus Artikel 44 des Grundgesetzes ergeben, durch die Bundesregierung verletzt wird, weil sie die Akten in dem Steuerverfahren Flick nur teilweise vorgelegt hat. Darf das Verfassungsorgan Bundesregierung gegenüber dem Verfassungsorgan Bundestag mehr Rechte für sich in Anspruch nehmen und die Rechte des Bundestages auf diese Weise einschränken. Die CDU-CSU hat die Klage der SPD zur Flick-Affäre begrüßt. Ihr Obmann im Bundestagsausschuss Schröder sagte in Bonn, die Verfassungsklage bietet den Richtern Gelegenheit, sich zur Bedeutung des Steuergeheimnisses als dem ältesten Datenschutzrecht zu äußern. Mit einem Generalstreik haben die Moslems in Sidon und anderen Orten des Südlibanon heute auf die Verhaftung mehrerer ihrer Führer durch die israelische Besatzungsmacht geantwortet. Geschäfte blieben geschlossen, in den Moscheen fanden Sitzstreik statt. Die Israelis sehen sich im Südlibanon in jüngster Zeit einem wachsenden Widerstand gegenüber, der zunächst auf die militanteren Schiiten begrenzt war, jetzt aber auch die Sunniten erfasst. Das Hauptquartier der US-Soldaten in Beirut, seit dem Anschlag vom 23. Oktober, bei dem 241 Marineinfanteristen getötet wurden, sind die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt worden.
Ein Untersuchungsbericht des US-Verteidigungsministeriums, der gestern veröffentlicht worden ist, stellt allerdings fest, dass sie immer noch nicht ausreichen. Nach dem Bericht haben die Fehler der Kommandeure, der Geheimdienste und der Politiker das Attentat mit ermöglicht. In den USA wächst die Kritik an der Stationierung der 1800 Soldaten im Libanon. Die Ankündigung der USA, sie würden die UNESCO, die UN-Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, Ende nächsten Jahres verlassen, ist in Moskau kritisiert worden. Es sei nicht das erste Mal, so schrieb die sowjetische Nachrichtenagentur TASS, dass die Amerikaner versuchten, die UNESCO zu erpressen. Ihnen gefalle offensichtlich die Kritik der Organisation an ihren Verbündeten Israel und Südafrika nicht. Als Hauptgrund für die amerikanische Haltung sieht man in Moskau aber Pläne der UNESCO, eine neue Weltinformationsordnung zu schaffen und damit das Monopol der westlichen Nachrichtenagenturen zu brechen. Prinzessin Caroline von Monaco hat heute den italienischen Geschäftsmann Stefano Casiraghi geheiratet. Sie wurden im Spiegelsaal des Schlosses im engsten Familien- und Freundeskreis standesamtlich getraut. Für Prinzessin Caroline ist es die zweite Ehe. Das Paar musste auf eine kirchliche Trauung verzichten, weil der Vatikan Carolines Scheidung von dem französischen Makler Philippe Junot nicht anerkennt. Das Wetter: in der kommenden Nacht im Süden wolkig, zum Teil neblig trüb, im Norden stark bewölkt und zeitweise leichter Regen. Temperaturrückgang auf Werte zwischen 7 Grad im Norden und 0 Grad im Süden. Die Tagesschau meldet sich wieder um 17.50 Uhr. Liebe Zuschauer, ohne Freunde wäre die Welt eine Wildnis, sagt Francis Bacon. Ein Bekenntnis, das bis heute mehr an Wahrheit gewonnen als verloren hat, denn der Wunsch nach Freundschaft wächst. Doch für viele Menschen wachsen auch die Vorbehalte und Enttäuschungen, wenn sie über ihre Erfahrungen mit Freunden sprechen. In dem nun folgenden Film von Heidescher Jacobi und Inge Nordhoff aus der Serie Gefühlssachen werden Menschen unterschiedlichen Alters vorgestellt, die sich mit dem Thema Freundschaft auseinandersetzen. Also in der Klasse, da habe ich überhaupt gar keine Freunde. Und ich probiere immer, mich denen anzupassen, aber ich werde immer wieder ausgestoßen. Und sie wollen mich dann auch überhaupt nicht aufnehmen. Ich kann dann dort überhaupt nicht bei den Spielen und so mitmachen. Und also darüber bin ich eben sehr traurig. Und wir reden dann noch öfters in der Klasse dann darüber, über Klassengemeinschaft und so, aber manche, die wollen das dann eben nicht einsehen. Ja, ich erwarte wahrscheinlich einfach zu viel. Ich erwarte, dass meine Freunde wohl so kleine Psychiater sind, die meine Gedanken lesen können, meine Probleme sehen. Und wenn ich meine Anforderungen vielleicht ein bisschen runterschrauben würde, dann hätte ich vielleicht auch irgendwann ein paar Freunde. Also ich hoffe, dass ich das irgendwann schaffen werde. Ja, also ich habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit der Freundschaft. Ich habe mich immer sehr engagiert für Freundschaften. Ich bin immer für jeden da gewesen, habe mich sehr eingesetzt und bin dann bitter enttäuscht. Seitdem sind die Freundschaften aus meinem Leben gestrichen. Ich habe nur noch meine Familie und meinen Beruf.